Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Hand of Fate. Letztes Mal wurden wir mit Schädeldame fertig, jetzt mal mit Pestdame weiter. Schauen wir mal, ob wir so schnell schaffen wie die anderen beiden zuvor. Flüche, negative Aura. Wann immer der Spieler einen Fluch loswirft, verliert er auch einen zufälligen Gegenstand. Der Ausdauernde 4x6 Pest, 5x5 Fluch. Queen of the Vermin. Under the ground, the filthy ratkind court her favor. Murder each other with leprous teeth for the honor of siring her children. Banish your curses with caution while facing the queen. You know you risk the true and final death at this table, as I risked my life in ages past. Choose from these options. Oh dear. I'm sure you are grateful for that. 15 Gold. Really? Is that what you're going to do? Again, a token is at stake. It's often hard to determine the provenance of an artifact, but this cleaver was clearly forged after the first invasion. Caves and caverns. One cannot hope to find adventure without a little delving now. Hatten wir mal ein bisschen Holz, das ist ja auch nicht.
The pendulum can swing both ways. Soon the game will end. I will take your piece from the board. It will be done. Unlike other opponents, I will remember you fondly. Auf einen alten verlassenen Friedhof spüren die ruhelosen Geister die Gegenwart einer verfluchten Seele. Sie sind nicht erfreut, darüber gestört zu werden. Gespenstliche Clowns erfassen deinen Leib, die du an seines Friedhofs erreichst. Der Geber zieht in Zweifelus kann. 15 Gesundheit. 5 maximale Gesundheit. Gebeine des Helden. Er sagt natürlich, muss ein Abenteuer, wie du regelmäßig deine Haare waschen bei all dem Blut in den Gebeinen. So. I prefer not to play at chance. I only contend with the most serious of games. In einem Wirtshaus am Rand eines dunklen Waldes suchst du einen Spieler. Willst du dein Glück vielleicht bei einem Kartenspielchen versuchen? Fragt er, während seine Augen verschlagen aufblitzen. Ich habe eben Ausrede erfunden, weil er nicht mehr. Zum Beispiel hier ist die Held von Funkenheim, wo du die Karte heißt, gehabt. Aber ich will nicht immer schleichen, ich will was anderes haben. Er grinst schelmisch, während du dich hineinsetzt. Das Spiel läuft folgendermaßen. Wenn du gewinnst, bekommst du etwas aus meiner Sammlung magischer Gegenstände. Wenn ich gewinne, werde ich dich fluchen. Und deswegen habe ich das halt noch was anderes gewählt. So. Er teilt die Karten aus und spielt eine Runde Fahrer fort. Ich fehl schon am Geld. Du spielst schlechter, Mann, sagt der Mann. Da du so ein guter Verlierer bist, dann bleibst du dir ein, die Wahl des Fluches. Little pleases me more than watching your attempt to wriggle away from bad luck. Wie wäre es mit deiner Erinnerung? Stimmt zu. Ausgezeichnet, der Mann grinst und mischt Karten in weiteres Mal teurer fort. Diesmal ist es aber hoffentlich erfolgt. The deeper you go, the harder things become. Lehne ab. Deine Schande merkt der Mann. Wahrscheinlich hättest du die nächste Runde gewonnen. Im Leben nicht. Die Maid. Gesundheit könnte ich eigentlich machen. Der Geber zieht eine maximale Gesundheitskarte. Reisender Heiler. Mein Spiel ist gleich gehalten. Brauche ich nicht. Ich rufe nach dem Priester. Priester! Almosen Number. Pity the losers or scorn them. Du siehst einen Priester den Weg entlang wandern. Er bittet um Essen, um die Maiskinder zu füttern. Die Götter gewähren ihre Gunst denen, die den weniger Glücklichen helfen. Gebe dem Priester eine weise Entscheidung, ruft der Priester aus. Ich habe 11, kann ich 5 geben. Der Priester nimmt deine Vorrichtung benötigt an. Lass mich nachsehen, ob ich mit Zack etwas habe, um dir eine Großgüte zu bedanken. Das ist Almosen Nummer 3, so freien wir jetzt mal. Komisch, ziehe eine Segenskarte. Many of these blessings are too good for the likes of you. Wann immer der Spieler Rationen isst, hält er den doppelten Heilungseffekt, also 12 jetzt. Aber was ist der Unterschied zwischen Almosen 2 und 3? Gar keiner. Vielleicht, wenn ich Erfolg gehabt hätte, dann wäre wahrscheinlich noch was passiert und es wäre dann wahrscheinlich anders gewesen. Aber im Prinzip ist es das Gleiche.
ist der Höhlenausgang. Gut. What brings you to play the game? Ha, I know you will not tell me. Like all the rest, you are silent. Das war's für diese Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis dann.